Hey, hohe Kartoffeln und damit erstmal ein frohes neues Jahr wünsche ich euch. Wie kann man das Jahr denn besser beginnen als mit einem neuen frischen Guide zu Red Dead Redemption 2 Online? Und zwar einem Fan-Favorite auch schon zum Story-Modus. Da gab es öfter solche Listen und jetzt starte ich auch beim Online-Modus. So, falls euch das Ganze gefällt, schreibt mir das unbedingt in die Kommentare, denn ich habe noch mehrere Punkte für solche Listen übrig, zum Beispiel extra für den Kampf geschustert. Ja, das sind alles Tipps, die entweder euch den Alltag im Wilden Westen erleichtern oder aber einfach kleine nützliche Hinweise sind. Zum Beispiel starten wir hier direkt mal mit dem Emote Wheel. Da könnt ihr jedes Emote auf drei verschiedene Varianten vollführen. Mit einmal tippen auf die Taste, mit Doppeltippen auf die Taste, dann macht ihr zum Beispiel so ein anderes, eine andere Variante von dem Emote. Oder aber, falls ihr die Taste haltet, also drei verschiedene Varianten von jedem beliebigen Emote. Es ist egal, ob es jetzt Schießerei ist, Daumen hoch, Kopfschütteln oder Verfluchen. Ich glaube sogar, dass man die Emotes austauschen kann untereinander. Also jetzt zeige ich euch das Ganze zum Beispiel auch nochmal bei Daumen hoch, wenn ihr die Taste haltet oder wenn ihr sie einmal drückt oder dann eben, wenn ihr sie zweimal drückt. Also das ist eine Sache, die möglicherweise noch viele nicht kennen und sich dann wundern, ob das vielleicht ein anderes Emote ist. Aber nein, es ist einfach nur eine andere Variante vom selben Emote. Dann, wie gesagt, habe ich ja zum Beispiel mir geplant, eine Liste zum Kampf zu machen. Aber das zählt hier nur so halb dazu, denn ihr könnt, wenn ihr zum Beispiel das Lasso auswählt, direkt jemanden überrumpeln und auch direkt fesseln. Das passiert im Kampf nicht allzu oft beim PvP. Deswegen habe ich es jetzt mal in diese Liste hier gepackt. Und derjenige, der gefesselt ist, hat dann drei Optionen. Er kann sich entweder befreien, indem er die X-Taste, glaube ich, spammt. Er kann sich direkt töten lassen, so was der Kollege gerade gemacht hat. Oder aber ihr könnt aus dem Waffenrad direkt das Messer auswählen, um euch zu befreien. Das wissen auch noch nicht viele. Zum Beispiel, der hätte das direkt machen können. Einfach Waffenrad aufmachen, Messer auswählen und ihr seid sofort befreit. Keine Animation, kein Nix, ihr seid sofort das Seil los und könnt eure Rache nehmen. Tipp Nummer 3 betrifft die Pferdestehlen-Mechanik. Und zwar, ihr habt es gerade gesehen, ich habe von einem anderen Online-Spieler das Pferd geklaut und kann jetzt so weit reiten, wie ich möchte. Wenn er Bock hat, sich das wieder zu holen, muss er mich tatsächlich einholen irgendwie. Und man kann das Pferd leider nicht verkaufen von dem anderen Spieler. Aber was ihr machen könnt, um das Ganze zu vermeiden, könnt ihr hier zum Stall gehen und dort die Option für euer Pferd anpassen. Und zwar, dass nicht einfach jeder Zugriff auf euer Pferd hat, sondern zum Beispiel nur ihr selber und auch das sonst außer ihr, wenn ihr auf dem Pferd seid, keiner das Pferd führen kann. Und wenn ihr zum Beispiel auch noch Spezialisierungen machen wollt, zum Beispiel wenn ihr mehrere Pferde im Stall habt und ein Pferd besonders robust ist für PvP-Modi oder ein Pferd besonders schnell ist für die Rennmodi, könnt ihr das eben hier auswählen, welchem Pferd ihr dann jeweils in den Modi starten wollt. Und ihr könnt auch hier euer Pferd dann direkt unter Pferd im Besitz, falls es denn tot ist, zum Beispiel wiederbeleben. Und da kommen wir auch schon direkt zu Punkt Nummer 4, und zwar der Pferdeversicherung. Die Pferdeversicherung hier funktioniert zum Beispiel noch etwas anders als in GTA Online. Da habt ihr die Versicherung ja quasi unbedingt gebraucht, um euer Wagen wieder zu holen. Hier ist es im Prinzip nur ein Bonus, falls ihr nicht jedes Mal eine kleine Summe dafür zahlen wollt, dass euer Pferd wiederbelebt wird. Also es lohnt sich im Prinzip nur, wenn ihr erwartet, dass euer Pferd mehr als 30 Mal zum Beispiel stirbt. Weil es kostet jedes Mal, glaube ich, $4, dass ihr euer Pferd wiederbelebt. Und mittlerweile nur noch $125. Es hat mal Gold gekostet, was eine absolute Frechheit war. Immerhin muss man sagen, kostet das Ganze jetzt nur noch Dollar. Das ist also eine einmalige Investition. Könnt ihr durchaus machen. Und was ihr nicht machen solltet, ist das, was ich jetzt hier mache. Das dient jetzt nur zu Demonstrationszwecken. Ich habe jetzt extra mein Pferd so schwer verletzt, dass es eben down gegangen ist. Man kann sich dann aussuchen, ob man einen Pferdewiederbeleber benutzt, um das Pferd wiederzubeleben. Das hat früher mal $8 gekostet. Ich glaube, mittlerweile kostet sowas nur noch $2. Lohnt sich also mehr, als euer Pferd zu töten und dann quasi vom Arzt die Arztkosten zu blechen, was dann, glaube ich, $4 waren. Früher hat sich ein Pferdewiederbeleber überhaupt nicht gelohnt. Mittlerweile tut er das schon. Und dann könnt ihr quasi hier, ohne Pferdeversicherung, müsstet ihr jetzt hier erstmal $4 zahlen, dass die 2 Minuten runter ticken. So müsst ihr jetzt mit Pferdeversicherung nichts mehr bezahlen. Und auch wenn ein anderer Spieler euer Pferd vernichtet, ist er, glaube ich, für den Schaden zuständig und muss, glaube ich, sogar nochmal $4 extra zahlen. Da bin ich mir aber nicht hundertprozentig sicher. In jedem Fall könnt ihr die 2 Minuten Warteanimation auch mit und ohne Pferdeversicherung überspringen, indem ihr einfach in den nächsten Stall reite. Das ist meistens länger als 2 Minuten weg, deswegen ist diese Option nicht immer sinnvoll, aber das könnt ihr auf jeden Fall machen. Und wie gesagt, die Pferdeversicherung ist in dem Fall nur dazu gut, die Arztkosten zu übernehmen. Lohnt sich also nur, wenn ihr erwartet, dass euer Pferd wirklich sehr, sehr oft in nächster Zeit sterben wird. Der nächste Punkt auf der Liste betrifft das automatische Reiten. Im Prinzip funktioniert das genauso wie im Story-Modus auch. Ihr setzt einen Wegpunkt, lasst euer Pferd im Galopp reiten, macht dann die Kinokamera an. Je nachdem, wie langsam ihr seid, könnt ihr noch ein paar Mal auf die X-Taste hämmern, damit euer Pferd im schnellstmöglichen Gang quasi zum Wegpunkt reitet. Und auch wie im Story-Modus kann es eigentlich nur
auf diesen Wegen reiten, nicht auf, also nicht durchs Land, nicht durch diese gestrichelten Linien quasi. Was aber der Unterschied ist, im Gegensatz zum Story-Modus, ist, dass ihr die Karte währenddessen geöffnet haben könnt, was ja sehr praktisch ist. So könnt ihr beobachten, ob euch irgendwelche Gegner verfolgen, ob euch Gegner nähern oder ähnliches. Außerdem könnt ihr einen Wegpunkt wieder woanders hinsetzen, während ihr noch im automatischen Modus reiten seid und quasi manuell, hier mache ich das gerade, wieder die Richtung wechselt, dann wieder auf den Weg quasi reitet manuell und sobald ihr dann auf dem Weg seid, könnt ihr alles wieder loslassen und könnt auf die Karte gucken. Und ihr seht, automatisch wird zum nächsten Wegpunkt geritten. Aber wie gesagt, ihr solltet schon auch im Hinterkopf behalten, dass andere Spieler euch angreifen können. Deswegen immer schön die Karte geöffnet haben und hin und wieder abchecken, wie gerade die Lage aussieht. Der nächste Punkt betrifft ebenfalls das Reisen und zwar das Schnellreisen. Meiner Meinung nach total überteuert und sehr, sehr unnötig eigentlich. Zahlt ihr hier lächerliche 11 Euro, um nach Tumbleweed zu kommen. Man muss erstmal dazu sagen, man kann nur von einer Stadt in die andere Stadt reisen. Also man kann auch nur von einer Stadt die Schnellreise starten, was an sich schon mal blöd ist. Aber was ihr halt von jedem beliebigen Punkt aus machen könnt, egal ob Stadt oder nicht und auch völlig umsonst, ist im Menüpunkt unter Online quasi euer Free Roam Ziel eingeben und dann macht ihr halt eine Schnellreise umsonst. Und wenn euch der Ausgangspunkt nicht gefällt, wo ihr halt landet, könnt ihr direkt nochmal in denselben Landkreis den Free Roam starten und ihr spawnt dann halt irgendwo anders auf der Map, im Idealfall dort, wo ihr halt wollt. Ich zum Beispiel bin jetzt in Armadillo gelandet, ist nicht ganz Tumbleweed, aber so weit weg ist es auch nicht. Und ich bin direkt bei einem Gank versteckt, also viel mehr Glück kann man eigentlich nicht haben an der Stelle und ich bin natürlich total zufrieden mit dem Ausgangsziel. Was man dazu sagen muss, ist, dass jedes Mal, wenn ihr ein neues Free Roam Ziel auswählt, auch quasi die Lobby oder den Server wechselt, was sich direkt mit Punkt Nummer 5 auf der Liste verbindet, nämlich einfach, wenn ihr Free Roam auswählt, spawnt ihr am selben Punkt in etwa, aber seid auf einem anderen Server. Das könnt ihr dafür ausnutzen, dass ihr eben Gang Hideouts zum Beispiel abfarmt oder ich habe auch schon mal ein eigenes Video darüber gemacht, dass ihr eben Schmuck an einer bestimmten Stelle abfarmt, weil es da immer wieder und immer wieder respawnt. Das ist auch anscheinend kein Glitch, sondern ein gewolltes Feature von Rockstar. Punkt Nummer 6 direkt hintereinander ist, dass ihr den Gang-Anführer entweder töten oder verschonen könnt. Aber eine dritte Option ist, ihn einfach zu fesseln. Da bekommt ihr dann quasi weder gute noch schlechte Ehre raus, aber ihr habt trotzdem quasi das Gang-Hideout hier erfolgreich geplündert und ausgeräumt und bekommt weder gute noch schlechte Ehre. Dafür könnt ihr aber den Gang-Leader dann quasi trotzdem plündern. Und ihr habt quasi den Vorteil, dass ihr keine schlechte Ehre dafür bekommt, dass ihr den Ganganführer plündert. Und wie gesagt, Gang-Hideouts sind eine extrem lukrative Sache, wenn ihr da eben die ganzen Körper plündert, weil es sein kann, dass auf einem dieser Körper eine Schatzkarte spawnt, wie hier zum Beispiel. Dann könnt ihr diese Schatzkarte nutzen, um euch einen extra Schatz zu sichern. Schätze waren früher mal vor dem Patch 1.04 die beste Methode und lukrativste Methode, um an Geld und an Gold zu kommen. Aber mittlerweile muss man sagen, ihr könnt auch genauso gut Serien oder sonst was machen. Gibt auf Dauer gesehen fast genauso viel. Punkt Nummer 7 auf der Liste ist, dass ihr Serien und Missionen von jedem beliebigen Punkt aus starten könnt. Ihr könnt dazu auf die Map gehen und quasi das Symbol suchen und dann hier mit einem Druck auf die Dreiecktaste direkt starten. Ihr müsst da auf keinen Fall hinreiten. Alternativ dazu könnt ihr einfach ins Protokoll gehen und hier zum Beispiel auf schnell beitreten. Da könnt ihr die Serien direkt auswählen oder eine Story-Mission auf Abruf machen. Da muss man sagen, diese Story-Mission wird eine Random-Story-Mission sein. Ihr könnt hier nicht auswählen, welche ihr machen wollt. Aber das könnt ihr anders machen, indem ihr nämlich in Startmenü geht und dann hier auf Fortschritt die Story-Mission nochmal auswählt und dann hier wirklich jede beliebige nochmal quasi wiederholen könnt. Ihr seid dann sogar der Troop-Leader, glaube ich, und könnt quasi auch auswählen, ob ihr gewisse Cinematics zum Beispiel überspringen wollt. Außerdem könnt ihr hier nochmal gucken, welche Story-Missionen euch noch fehlen, um die auf Gold zu spielen. Da bekommt ihr ein bisschen mehr Belohnung dafür. Außerdem könnt ihr dann hier im Online-Bereich auch direkt nochmal die Serien auswählen. Da kann man allerdings keine Story-Mission auswählen. Also alles ein bisschen verteilt. Und ihr könnt auch sozusagen nochmal aufs Protokoll hier gehen, zum Beispiel wenn ihr bei einer Story-Mission seid und euch angucken, was ihr quasi direkt braucht, um eine Goldmedaille zu bekommen. So, die nächsten und letzten drei Punkte auf der Liste betreffen dann nochmal das Jagen, meiner Lieblingsbeschäftigung, auch schon aus dem Story-Modus. Punkt Nummer 7, wir fangen hier direkt mal an mit einem sehr nützlichen Tipp und zwar zwei Kadaver gleichzeitig zu schleppen. Ihr wisst ja sicher, ihr könnt ein Kadaver einfach auf dem Rücken eures Pferdes lagern und dort mitnehmen. Den zweiten Kadaver müsst ihr dann normalerweise hier aufheben und zu Fuß tragen. Das ist sehr mühselig und dauert sehr, sehr lange. Was ihr stattdessen machen könnt, vor allem wenn der Metzger eine ganze Weile weg ist, ist einfach auf den Rücken eures Pferdes steigen und dann mit dem Lasso
das Ding einzufangen. Das funktioniert nur so lange, das Tier noch nicht gehäutet ist. Sobald es gehäutet ist, könnt ihr den Trick hier nicht mehr machen. Aber wenn ihr das Tier direkt gejagt habt, einfach mit dem Lasso einfangen und hinter euch herziehen. Was super gut funktioniert tatsächlich und es verschlechtert vor allem auch nicht die Qualität des Pelzes und des Kadavers, was sehr, sehr wichtig ist. Ihr müsst ja allerdings nur darauf achten, dass ihr zum Beispiel einen Felsen zwischen euch und den Kadaver kommen lasst, denn sonst lässt er das Seil hier los und ihr müsst quasi das Tier nochmal einfangen mit dem Lasso. Ist aber auch kein Stress, sollte relativ fix gehen. Und spätestens beim Metzger solltet ihr dann allerdings auch das Tier häuten, denn ihr bekommt nochmal extra Geld für die Haut, für das Fleisch und fürs Geweih oder was auch immer das Tier sonst noch hat. Also spätestens beim Metzger solltet ihr das Ganze dann häuten, dann nochmal auf den Rücken eures Pferdes packen und dann könnt ihr auch das Ganze als Kadaver verkaufen. Tipp Nummer 8, das funktioniert auch schon im Story-Modus von Red Dead Redemption 2, aber auch schon Nummer 1. Und zwar könnt ihr hier ganz einfach die Häutungsanimation überspringen, indem ihr euer Pferd entweder auf oder sehr, sehr stark in die Nähe des Kadavers befördert. Aufpassen allerdings, nicht zu schnell über den Kadaver reiten, da ihr ansonsten die Qualität des Kadavers und des Pelzes verschlechtern könnt. Das ist vor allem dann nützlich, wenn ihr eben eure Jagdrouten habt und einfach nur noch so viel Zeit wie möglich rausholen wollt und so schnell wie möglich sein wollt. Ich zeige es euch nochmal hier, was ich vorher angesprochen habe. Ihr könnt, sobald das Tier gehäutet ist, das Ganze nicht mehr mit dem Lasso einfangen und hinter euch herschleppen. Also überlegt euch ganz genau, wenn die Zeit soweit gekommen ist und wenn ihr wirklich sehr nah am Metzger seid, wenn ihr dann wirklich das Tier auch einfangen könnt. Und der letzte Tipp für heute ist, dass wenn ihr sterbt, die Sachen auf dem Rücken eures Pferdes erhalten bleiben. Das bedeutet allerdings auch, dass wenn ihr zum Beispiel in der Nähe vom Metzger seid, besonders gut darauf aufpassen müsst, denn wenn euch da ein Spieler abknallt, kann er einfach den Kadaver vom Rücken eures Pferdes klauen und selber verkaufen. Die Pelze bleiben allerdings gesaved, die sind sozusagen im Pferdeinventar nochmal gesondert. Aber wenn ihr zum Beispiel schnell reist oder Missionen beitretet, verschwindet auch alles, was ihr auf dem Rücken eures Pferdes habt, auch wenn ihr zum Beispiel die Lobby wechselt. Also da besonders gut drauf aufpassen. Ja, und das war es im Prinzip auch schon wieder zur Top 10 Liste. Dinge, die ihr auf jeden Fall noch wissen solltet. Ich habe, wie gesagt, noch ein paar andere Punkte. Falls euch das Ganze also gefällt, schreibt mir das Ganze unbedingt in die Kommentare. Ansonsten verabschiede ich mich erstmal. Haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.